Hallo und herzlich willkommen auf dem Wetterwetterkanal. Schön, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, es geht dir gut und dass du gesund bist. Um das Thema Gesundheit hat es sich vor kurzem auch gedreht in der Umfrage, da wollen wir ganz kurz drauf eingehen, bevor wir dann zu einem sehr spannenden Video übergehen, in dem der Zusammenhang zwischen Schallwellen, Frequenzen und deren Auswirkungen auf unsere Umgebung ganz deutlich gezeigt wird. Näheres dazu nach dem Intro. Als erstes beschäftigen wir uns mal ganz kurz mit der Umfrage, die wir reingestellt haben. Die blenden wir nochmal ganz kurz ein. Da wurde gefragt, was auf dich zutrifft, und zwar Punkt 1, ob du am vergangenen Wochenende zwischen dem 1. und dem 2. April unter Husten oder laufender Nase gelitten hast, in Anführungszeichen. Damit ist im Prinzip gemeint, ob du da so ein bisschen was gespürt hast. Die Fragen sind nicht so, oder die Antworten sind jetzt, die Antwortmöglichkeiten, die sind jetzt nicht so sehr eindeutig. Die Umfrage war sehr schnell reingestellt. Dadurch, dass wir so arbeiten, dass wenn wir selber feststellen, oh, irgendwie ist was in der Mache, in Gange, dass wir dann mit dem innersten Kreis gegen kontrollieren, ob das nur uns betrifft jetzt in diesem Fall oder ob auch andere Menschen involviert sind. Und in dem Fall war das so und deswegen dachte ich mir, hey, pass auf, stellen wir mal eine Umfrage in den Kanal rein, fragen, wie es noch mehr Menschen so geht. Und wir müssen natürlich die Region immer etwas einschränken. Wir können jetzt nicht die ganze Welt mit reinnehmen, aber Deutschland, Österreich, Schweiz, also die Dachregion, die ist dann doch relativ vom selben betroffen, in Anführungszeichen, ganz oft. Und deswegen war die erste Antwortmöglichkeit vergangenes Wochenende, ob du da was gespürt hast in irgendeiner Form. Nase laufen, husten oder irgendwie Unwohlsein, irgendwas, dass irgendwas reinkommt. Man spürt das ja, dass was reinkommt ins System. Punkt 2 war dann im Prinzip die Auswirkungen davon, ob du dann am Montag, Dienstag, Mittwoch, also nachdem diese Erstsymptome dann weg waren, ob du dann irgendwas gespürt hast in Form von, ja, jetzt bin ich irgendwie am Kränkeln oder sowas, die Nase läuft dauerhaft oder du hast irgendwie eine Form von Ausfluss oder bist tatsächlich wirklich krank. Nummer 3 war dann einfach ganz schnell, okay, nee, trifft gar nichts auf mich zu. Da hätte man tatsächlich ein bisschen differenzieren müssen zwischen, ich habe den ersten Teil gespürt, also am Wochenende, aber dann ist nichts weiter daraus entstanden und wir haben es jetzt einfach nur zusammengefasst in nein, trifft nicht zu. Hätte man noch ein bisschen detaillierter machen können. Und dann eben die Menschen, die gar nicht aus der Dachregion kommen, sondern eben einfach auch das, nur das Ergebnis einfach sehen wollen. Und da darf man auf der Zunge sich zergehen lassen, dass bisher, also jetzt um 14.37 Uhr, haben fast 14.000 Menschen abgestimmt aus Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch Umland. Also es ist schon aussagekräftig, sage ich mal. Und 37% davon haben gesagt, also sogar noch mehr, weil man muss ja die 11% rausrechnen, die im Prinzip nicht abgestimmt haben, haben gesagt, also gehen wir auf die 45% oder sowas zu, wenn man die 11% rausrechnet, dass sie an dem vergangenen Wochenende tatsächlich laufende Nase, Husten oder sowas gespürt haben. Das heißt, es ist hier kein Einzelfall. Natürlich kann man immer sagen, man ist erkältet oder irgendwie hat man sich verkühlt oder sowas, aber 40%, wie gesagt, 11% rausrechnen, ist schon eine Nummer. Und dann sind tatsächlich 20% auch tatsächlich am Ende irgendwie krank geworden, angeschlagen oder sowas. Das hängt dann ein bisschen vom Immunsystem ab und so weiter. Und die 32%, die jetzt gesagt haben, nein, trifft nicht zu, das ist ein bisschen schwierig, weil man, wie gesagt, jetzt nicht weiß, ob sie, ob die Nummer 1 trotzdem war, also ob sie trotzdem am Wochenende was gespürt haben und dann einfach nicht krank geworden sind oder ob sie einfach generell sagen, nee, ich bin davon gar nicht betroffen. Aber es ist schon interessant. Und die Rückmeldung jetzt auf diese Umfrage waren tatsächlich auch, ja, mich hat es auch betroffen. Also spannend, dass die Umfrage reingestellt wurde, denn bin auch krank, also jetzt in dem Fall jemand aus der Nähe von Karlsruhe. Ich bin auch krank seit Freitagabend, Husten, Schnupfen, Fieber, Kopfschmerzen. Genau, das wäre jetzt noch ein bisschen detaillierter, aber man kann jetzt nicht jede Umfrage immer so extrem detailliert machen. Sollte, wie gesagt, nur ein Schnellschuss sein, nur mal kurz gegenchecken, ob es noch mehr Menschen so geht. Und ich denke mal, für dich ist das auch sehr wertvoll, kann sehr wertvoll sein, dass du einfach merkst, hey, ich stehe jetzt gerade nicht alleine da, es sind mehr Menschen betroffen. Na, das muss nicht immer an dir selbst liegen, sondern es ist wirklich hier auch die Masse betroffen in dem Moment. Dann gehen wir auch schon über zu einem spannenden Thema. Und zwar gibt es ein Musikvideo von dem neuseeländischen Musiker namens Nigel Stanford, der 2014 ein Musikvideo gedreht hat oder drehen lassen hat, in dem er zeigt, wie Schallwellen, also auch die Musik, das sind ja stehende Wellen, also Schallwellen, Druckwellen im Endeffekt, wie diese Einfluss nehmen auf die Umgebung, speziell auf Wasser, aber auch auf ein Plasma, zum Beispiel Feuer. Und wie das aussieht,
Das schauen wir uns jetzt an. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Solely and completely to sound.